Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir haben Mila und Elise gefunden und der eine oder deren Name mir jetzt nicht einfällt. Ja, allerdings sind wir schon wieder von Mila getrennt worden. Wir müssen hier irgendwie so eine Kanone mit unseren Mana aufladen und dann ist alles weiß geworden und jetzt sehen wir, was passiert. Wait, Jude. Morning, Super Pals. What did I miss? You're back. Ja, und ich bin froh, dass Elise wieder da ist. Stolz auf Stärke. Oh, und Skid, das hatten wir auch schon lange mehr. And my mighty arts win the day yet again. Well done. Even among the army's elite, I rarely see arts that powerful. You better believe it. Hey, Elise, you see that? Yes, your arts were okay. I'd maybe give them a 6.8. 6.8? Who are you to judge me? It's just that mine are so much stronger. Tipo's are more like a 9.5. That's a load of crap. No way some plush toy outscores me. How about we settle this head to head? Alvin, please try to calm down. You're behaving like a child. Fine, I'll arm wrestle you for it. You're on. But how exactly are we going to do that? You have 10 seconds to get into position, or you forfeit the match. 1, 2, 3. Come at me, bro! That's playing dirty. That settles it then. Tipo is officially stronger than Alvin. Come at me, bro. Oh Gott sei Dank, Elise ist mitgelevelt. Na, dann machen wir das hier schnell, ganz schmutzig und. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nach einem erfolgreichen Rückwärtsschritt ausweichen wir verbraucht die darauffolgende Kombo keine TP. Geil. Aber ich muss mehr auf so NPC-Sachen. Ja, das ist gut. Kraftpunkte. Lass mich raten, sie bekommt mehr Kraftpunkte als Rowan. Okay, wo ist das Schlüsseldingen davon? Fällt mir gerade ein. Da muss ich noch aktivieren. Hier. Auferstehung, hallo. Nein. Wie konnte ich das denn nicht als erstes machen? Ist schon so lange her, Elise. Hab dich vermisst. So, Auferstehung. Ganz wichtig. Und dann noch schnell. Was haben wir noch? Aufheben. Ein Geister hat das seine Staatserkrankung aller Verbündete halt. Das ist doch nicht schlecht. Oder? Na, oder? Ach. Ja, dann nehmen wir das. Ah, da muss ich aber noch ganz viele Dinger nehmen. FP, KP. Ja, unser Heiler hat mehr KP als der alte Mann. Moralische Unterstützung. Tipo ist im Kampf immer auf eingeschaltet. Das ist nicht eine Fertigkeit, das ist. Ach, das reicht noch, wie geil. Das ist irgendwie eine Strategie. So, dann spoilern wir uns mal voll. Psyche um 5%, das ist das Ding, was wir haben müssen. Intelligenz um 5. Stärke um 5. Vitalität um 5. Bewegung um 5. Geschicklichkeit um 5. Okay. Was ist das denn? Okay, Elise. Ja, hoffen wir mal Konter. Tipo ist im Kampf immer auf eingestellt. Ich weiß immer noch nicht, ob Tipo ein das oder das bedeutet. Ich meine, Tipo ein könnte ja bedeuten, dass er bei Elise am Rücken ist. Also, dass er, wenn ich übersetze das hier ins Englische, also Tipo on, also Tipos auf Elise. So stelle ich mir das vor. Aber Tipo on könnte ja auch bedeuten, dass Tipo sozusagen an ist, also mit im Kampf kämpft. Deswegen weiß ich nicht, was Tipo on und Tipo off ist. Oder Tipo an oder Tipo aus, ein oder aus, was weiß ich. Macht es ein bisschen schwer. Hui. Way.
Oh nee. Oh Gott, ist ja voll verbrutzelt. You can't be. Mila! You two all right? What's wrong? She's Elise, you have to heal her quickly. She doesn't look so good. She's all busted up. Come on, Mila. Zum Glück haben wir Auferstehung gelernt. Why did this have to happen? I wish I could say. There they are! The escapees! Get them! Time to go. Nothing else we can do here. Let's get her back to Sherrilton. Stop them! Activate the golems! Nein. Nein, Golems aktivieren ist eine ganz schlechte Idee. Okay. Fortschritt speichern. Ja, okay. Warum nicht? Ja, wir rennen von den Golems weg. Kommt jetzt ein Minispiel oder was? War ja geil. Ne, habe ich mir gedacht. I saw the young madam to her chambers. She is utterly exhausted. What do you expect? As if being captured by goons and tossed into prison wasn't exhausting enough. She learned her brother died too. She apparently heard of Klein's fate when she was taken. She is surprisingly calm given the circumstances. Jude, how's Mila? She was fortunate to have someone with medical expertise nearby. And your healing arts were a real boon. They helped stop the hemorrhaging. Warum brauchen wir überhaupt einen Arzt? Wir haben doch Jude, Professor Doktor, hallo? These next few hours will be crucial. Please, get some rest, everyone. I'll take good care of her. Shouldn't you rest as well, Doctor? You've been using spirit arts all day. You must be exhausted. Now hold on a second. I can say the same of you. The young man can handle this. Please, Doctor, this way. Is everything going to be okay? Mila's gonna die? Ey, she'll pull through. Was zum? I know she will. Guck Elise nicht so böse an. I want to help too, if it's okay with you. Thank you. This isn't my specialty, so I'm gonna turn in. Okay. Ja, im Stehen wahrscheinlich. Talking about. It would seem the worst is over. Yes, she's breathing normally again. I think she'll be okay. Now it's your turn to get some rest. Just as soon as I tell Elise and Alvin. Oh, there you are. Thank goodness. Now we can thank Mila for the jailbreak. Yes. Where's Alvin? I'm not really sure now that you mention it. Oh nein, was macht er denn jetzt schon wieder? Ah, nee. Ja. Suche Alvin schon wieder. Mein Gott. Das Spiel dreht sich hier nicht nur um dich, hallo? Bender schickt jetzt irgendwie wieder mit seinen Täubchen irgendwo Briefe.
An den Super-Oberbösewicht oder was weiß ich. So läuft es doch ab, ich weiß es. Ja. Ich fand die Cutscene irgendwie gerade gecuttet. Erwin hat seine Pistole rausgeholt, wollte gerade schießen, auf einmal bam, speichern. Und ich habe nichts gedrückt, ich habe nichts gemacht. Hat man ja gesehen. So, wo ist der Affe? Wo ist er hin? Ich schätze mal nach draußen, muss ich nicht. Nee. Ja. Ich habe jetzt schon im Gasthaus. Im Gasthaus kann ich nachgucken. Sonst würde mir jetzt nicht irgendwo ein Ort einfallen, wo ich hin müsste. Okay. So. Alvin, good news. I know. She's out of the woods, right? Yeah. How'd you know? It's written all over your face. Hey, have you ever heard what folks call this city? No, not really. The city of hails and farewells. It's a waypoint for travelers. They stock up on supplies here before heading out. And people returning from a journey unload their surplus goods here. I couldn't have picked a better place. What do you mean? That woman I was chatting with. She's my new employer. Huh? You're bailing on us? Why risk my life to accomplish someone else's suicide run? That's no way for a mercenary to make a living. Mila's just trying to complete her mission. What about my mission? Any idea what it might be? What? How should I know? I don't know either. Does anybody? How many people do you know have a mission in life? One they're willing to risk their lives for? What's your mission, kid? I just want to help Mila. That's all. Fine. Nothing wrong with that. You could help her too. I'll swing by to say goodbye before you all leave. Dir ist schon klar, dass ich Geld ausgegeben habe für deine Ausrüstung. Für deine frische Ausrüstung. Jetzt haut er auch noch ab. Mann. City of Hails and Farewells, huh? Ah, oh, der hat sich von den Namen hier antreiben lassen. 10 Gold, jawohl. Das macht mich auch nicht gerade froher. Froher, hä? Was? Was labert der da? Kommt immer so vor, als würde die Musik irgendwie abbrechen. Ah, jetzt ist die auch noch abgehauen. Mein Gott, Leute. The second floor window is open. That means Mila's awake. Yeah. What's wrong? There's something I should tell you. It can't be. Mila! Your legs. Yes. No tingling, no pain, no anything. Jude, where's my sword? Don't be ridiculous. You have to rest. I have rested long enough. I must get to Fenmont. You're still going on about your mission? That's all over now. Don't you get it? What gives you the right to make that decision? Decision? Don't be stubborn. There is no choice here. Genau. Und ich habe keine Wahl, als jetzt hier einen Schnitt zu machen. Ciao.